Wie bekommt man Ruhe in den Betrieb und in seine Abläufe? Wie kommt man weg von diesen ewigen Feuerwehr-Löscheinsätzen, die kleine und große Störungen jeden Tag verursachen? Shopfloor-Management kann dabei eine große Hilfe sein. Was Shopfloor-Management ist und wie man das auch in Ihrem Unternehmen außerhalb der Massenproduktion einsetzen kann, das klären wir in diesem Video. Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Es gibt wohl kaum was Nervigeres als die ständigen Feuerwehreinsätze in einem eigenen Betrieb, um die kleinen und großen täglichen Katastrophen zu meistern. Shopfloor-Management kann da wirklich eine gute Lösung sein, von diesen ständigen Feuerwehreinsätzen, weil es irgendwo wieder brennt, wegzukommen. Also was ist dieses Shopfloor-Management? Das Ziel von Shopfloor-Management ist es, die vielen Kleinstörungen zu eliminieren. Gegen die Zufälle des Universums ist keiner gefeit. Aber die vielen Kleinstörungen in der täglichen Arbeit lassen sich systematisch und Stück für Stück beseitigen. Wie geht das? Die täglichen Störungen gehen dann zurück, wenn der jeweilige Prozess wirklich beherrscht wird. Und genau hier ist eine der vielen Brücken zwischen dem Prozessmanagement auf der einen Seite und dem Lean-Management, wo das Shopfloor-Management mit dazugehört, auf der anderen Seite. Und um diesen Prozess wirklich zu beherrschen, muss ich ihn verstanden haben. Und das ist klassisches Prozessmanagement. Den Prozess zu modellieren und erste Basiskennzahlen zum Prozess zu erheben, ist klassisches Prozessmanagement. Das ist nicht sonderlich schwer und irgendwie groß aufwendig. Und wer sich darüber nochmal genau informieren möchte, für den habe ich hier ein kurzes Video mit den besten Tipps und Tricks. Schauen Sie mal rein zum Wiederauffrischen oder vielleicht auch mal zum Reinschnuppern. Ein weiterer Erfolgsfaktor für Shopfloor-Management und Prozessmanagement ist das Festlegen von Zielen. Also, was soll wirklich erreicht werden? Das können Stückzahlen in der Produktion sein, das können Durchlaufzeiten für Bürovorgänge sein und absolute Ziele wie null Arbeitsunfälle. Also Ziele gehören zum Shopfloor-Management auf jeden Fall ganz elementar mit dazu, denn ohne Ziele wird es letztendlich beliebig. Und ein ganz oft missverstandenes Element des Shopfloor-Management sind die Standards. Bei uns gibt es keinen Standard, alles ist individuell und alles ist Projekt und kommt nie wieder und so weiter. Bla, 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 sage ich da nur. Unter einem Standard versteht man die derzeit beste bekannte Vorgehensweise für eine gelingsichere Ausführung. Das heißt, die Tür ist offen für gute Ideen. Wenn es jemand uns zeigen kann, wie es besser geht, dann ist er dazu herzlich eingeladen. Und wir können auch unseren Prozess wirklich ändern und anpassen. Und wenn Sie diese Definition nutzen, hat auch ein einmaliges Projekt wie der Neubau des Brenner Basistunnels einen Standard. Nämlich das geballte Erfahrungswissen aus dem Tunnelbau und dem Projektgeschäft für große Infrastrukturprojekte. Sowas macht man nicht zum allerersten Mal auf dieser Welt. Sondern man hat ja wirklich ganz, ganz viele Infrastrukturprojekte wie Tunnelgraben und Ähnliches schon mal gemacht und wendet auch diese Standards entsprechend mit an. Also Standards beschreiben, wie etwas sein soll. Und ohne einen Standard können Sie auch keine Abweichungen feststellen. Und damit fehlt Ihnen auch jegliche Gegensteuerungsmöglichkeit. Und diese Standards sind ganz wichtig im Shopfloor-Management, dass die auch wirklich gut sichtbar für alle eben an dieser Shopfloor-Tafel dann eben dran sind und dass sie auch jeder verstanden hat. Und damit sind wir beim nächsten zentralen Baustein, die Visualisierung. Gut, wir haben also jetzt den Prozess halbwegs verstanden. Ziele sind gesetzt und Standards sind festgelegt. Was kommt jetzt? Genau die Visualisierung. Das ist ein entscheidender Baustein eines erfolgreichen Shopfloor-Managements. Aus den Zielen und den Standards, wie es sein soll, und der Realität klafft üblicherweise ja eine größere oder kleinere Lücke. Und diese Lücke wird tagtäglich auf der Shopfloor-Tafel visuell, also grafisch dargestellt. Mit Diagrammen und vor allem kurzzyklisch mit den Daten von gestern, dass man da wirklich aktuell ist. Und wenn es keine Abweichung zwischen dem Ist und dem Soll gibt, dann zeigt man das ebenfalls grafisch. Und damit bekommen die Mitarbeiter nämlich unmittelbar die Information, was schon wirklich erreicht ist, wo man sein Ziel geschafft hat und wo alles im grünen Bereich ist oder wo es vielleicht auch noch Stellen gibt, an denen man sich verbessern muss. Also, die Informationstafel für die Mitarbeiter im täglich aktualisierten Grafiken ist ein extrem wichtiger Baustein des Shopfloor-Managements. Ein weiteres zentrales Thema auf diesem Thema Shopfloor-Management ist die Problemlösung. Und also erkennt man aus den Grafiken und aus den Besprechungen, dass bestimmte Bereiche oder Themen ihr Ziel verfehlen, dann ist es eben Zeit für eine systematische Problemlösung. Und das kann man mittels des PDCA-Zyklus oder bei komplexeren Themen mit dem DMARC-Zyklus erfolgen. Und auf diese beiden Vorgehensweisen gehe ich in diesem Video jetzt nicht ein,
aber ich mache dazu noch ein entsprechendes Tutorial. Also abonnieren Sie gleich den Kanal, damit Sie die Videos sowie die weiteren Videos zum Thema Showfloor-Management nicht verpassen. Der Punkt ist aber, dass auch die Verbesserungsinitiativen auf die Shopfloor-Tafel kommen, damit jeder über die Themen und den Fortschritt wirklich im Bilde ist. Und diese Redensart im Bild sein ist da wirklich wörtlich gemeint, dass man es auch vielleicht auch grafisch sieht, was da wirklich passiert. Kommunikation und Führung vor Ort, also am Ort des Geschehens, ist ein weiterer zentraler Baustein des Shopfloor-Managements. Man stellt sich wirklich vor diese Tafel, vor diese Informationstafel mit diesen Grafiken, und die berühmten Kurzbesprechungen sind damit ebenfalls gemeint wie das persönliche Besichtigen eines Problems. Also diese Tafel und diese täglichen Besprechungen sind nicht irgendwo in einem Verwaltungsgebäude, in einem Meetingraum, sondern man macht es wirklich dort, wo eben die Arbeit passiert. In der Werkstatt zum Beispiel, an der Produktionslinie, dort trifft man sich und bespricht die Dinge. Und am Ort des Geschehens macht man es wirklich nicht in PowerPoint. Das ist wirklich dieses Prinzip Go and See, beziehungsweise geh dahin, schau es dir an, oder aus dem Japanischen der Gemba Walk, um im Lean-Management Vokabular wirklich zu bleiben. Hingehen, sich anschauen, wenn ein Mitarbeiter wirklich ein Problem hat, dass irgendwas nicht leicht von der Hand geht, sich zeigen lassen und dann gemeinsam eben die entsprechenden Lösungen erarbeiten. Und der letzte Baustein unseres Shopfloor-Management-Hauses ist die Qualifikation der Mitarbeiter. Eigenverantwortlich Probleme mit Hilfe der A3-Reports oder dem PDCA-Zyklus eben zu lösen und an der Shopfloor-Tafel zu dokumentieren und auch dann den Kollegen zu zeigen, was eben geleistet worden ist in diesen kleinen kurzen Morgenbesprechungen. Zusammengefasst geht es also beim Shopfloor-Management um folgende Bausteine: Ziele, Standards, Visualisierung, Problemlösung, Kommunikation und Qualifikation. Und auf diese Bausteine gehe ich nochmal ganz besonders vertieft ein und ich erkläre Ihnen in den folgenden Videos zum Thema Shopfloor-Management ganz genau. Deswegen abonnieren Sie den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video, bei dem es um das Thema Zielsetzung geht. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.